Ihr wollt wissen, wie oft ich hier so einen Abgang mache? Dann bleibt dran! Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Weiter haben wir heute vor? Erstmal ein Käffchen. So. Wir wollen da hinten Wasser hinbringen. Und das dann anschließen und starten, damit wir das Polymerharz wegkriegen. Das ist zumindest erstmal so der Plan. Jetzt frage ich mich nur, was mache ich zuerst und wo muss ich drauf achten? Also Wasser habe ich ja sowieso schon hier unten irgendwo liegen. Also um genau zu sein, da vorne oder hier vorne irgendwo. Ja. Das Zeug geht da rum. Das heißt, wir könnten... Nee, noch haben wir kein Wasser hier. Also, wie haben wir den Spaß denn angedacht? Hier ist eine 300er Leitung. Die gibt es da. Ich komme mal her. Ja. Hallo. So, das geht hier rum und geht dann da weg. Oder kam das von da? Und was passiert hier eigentlich? Achso, da kommt Sprit mit rein. Okay, das heißt, am Ende habe ich sowieso ein Problem. Also, wenn ich hier Wasser reinleite, ich glaube, das Wasser ging da hinten hin. Wir gehen jetzt einmal gucken. Ich muss mal wieder herausfinden, was ich überhaupt vorhatte. Ich kenne das ja. Also die beiden Leitungen gingen zusammen darüber. Dann geht das da vermutlich runter und so. Jetzt gehen wir hier hin. Wir haben hier ein Ventil. Das ist ja praktisch. Und das Ventil geht in diese Richtung. Wenn das Ventil hier hinten auch ankommt und in diese Richtung geht, bedeutet das, wir packen hier Wasser nach oben. Das heißt, hier muss eine Pumpe dran. Braucht auch noch irgendwo Strom. Dann habe ich hier eigentlich beschlossen. Warum? Achso, das war einfach nur zum Fliegen. Was aber gerade nicht so unpraktisch ist. Weil... dann könnte man ja hier eine Pumpe hinsetzen. Wenn man alles für eine Pumpe dabei hätte. Das heißt, ich müsste sie auch noch holen. Okay, hier kommt Wasser da hoch. Verstehe. Was ich nicht verstehe, ist, warum ich nicht... So. Wasser kommt da hoch. Wie packen wir denn Wasser hier rein? 40. Ich weiß nicht mehr, welcher Rest es da unten war. Aber ich soll maximal 300 durchgeben. Okay. Wie machen wir das? Ich glaube, das ist eine doofe Idee, das jetzt erstmal zu machen. Oder machen zu wollen. Weil ich keine Ahnung habe, wie das da unten mit dem Wasser aussah. Wovon ich aber eine Ahnung haben könnte... Geh jetzt da hinten hin. Hier müsste ja was in den Rohren drin sein. Ja, ist alles ein bisschen wirr, ich weiß. Dann geht der Spaß da nämlich runter. Hier kommt Wasser hoch mit der Ruhe. Ja. Okay, wir ändern den ganzen Plan. Wir kümmern uns nicht um den Kunststoff. Noch nicht. Na, gehen wir das an, dann muss Wasser hin. Wasser könnte hier oben drüber laufen. Nee, auch nicht. Mal hier an der Seite dran vorbei oder so.
Oder wir lassen Wasser unter der Decke langlaufen. Oh, auch nicht wirklich. Nee, die kann man ja gar nicht stacken. Ganz ein bisschen kompliziert. Also. Wir fangen einfach an. Das haben wir. Wenn hier Kohle reinkommt, geht das nach oben. Ich habe echt gedacht, das wäre alles einfach. So, wir sind hier. Das bringt uns aber nichts. Wir müssen hier hoch. Wir haben die angeschlossen. Das waren die Stahlrohre. Hier werden Stahlrohre zusammen mit Beton zu Stahlbetonträgern. Meine Idee wäre, wie viel haben wir denn hier? 5 Stück. So, dann fangen wir hier an, die anzuschließen. Packen da oben so einen Kollegen hin. Ich will einfach nur so einen haben. Danke. Dahin. Dahin. So. So. Besser. Vielleicht beim letzten Mal sogar vergessen. Wirklich so. Der Kabel im Weg, auch schön. Ach, das ziehen wir da lang. Ziehen wir es hier hin. Und dann brauchen wir dich. Dort. Du kommst von da. Das ist dieser Kollege, also gerne. Stahl. Beton. Träger. Meine Fresse. Moment, wenn ich den ausmache, sollte hier unten weniger sein. Jo. Sollte immer maximal 75 anzeigen. Genau, so ist das richtig. Okay. Machen wir heute das mal so, dass wir die ganzen Sachen, die wir da stehen haben, anschließen. Da hatte ich Frage, ob wir trotzdem die Maschinen wenigstens hier dran machen. Auch wenn sie jetzt noch kein Wasser haben, aber. Sowieso mal gesagt, Wasser mache ich zuletzt. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Das machen wir auch so. Wir haben nur das Problem, dass wir hier keinen Platz dafür haben. Dafür setze ich jetzt erstmal 2 Stück hier hin. Auf diese Höhe. Einen dort, einen dort. Du kommst mit. Du bist. Na komm, dafür fahren.
fuck. Oh. Ich sollte irgendwo auf die Leitung Strom legen. So. Habe ich hier irgendwo Strom? Hier habe ich Strom. Okay. Ups, dann vorbei. Okay. Wir hätten hier Strom. Den nehme ich mit dem Bruder eben mit uns. Der hat gern Strom. Der hat keinen Strom. Hat der keinen Strom? Dann nehme ich den nicht. Okay. Jetzt muss ich einmal von vorne gucken. Oder von oben. Ist mir auch egal. Irgendwo von hier. Also. Du machst Polymerharz. Und ihr beide braucht Polymerharz. Wie viele habe ich hier von? 1, 2, 3. Fünf ist gut. Also wir fangen mit der an, nehmen die dazu, schnappen uns die. Da. Dann sind die schon mal angeschlossen. Da müssen wir auch nochmal umstellen, weil wir haben nämlich jetzt hier. So. Du machst Kunststoff aus Gummi. Stück und da hinten haben wir nochmal 5. Drei Stück wiederum ist einfach, weil da können wir normalen nehmen. 1, 2, 3. Wir müssen aber das ist ein Hin und Her hier. Also, wir müssen den Spaß da hinten jetzt noch, doch noch einen weiterschieben. Das heißt, so einer hier muss da noch hin. Dann muss dieses Kabel weg. Wird dort angeschlossen. Du kommst mit hier dran vorbei. So, wohin kriegen wir dich? Kriegen wir dich da hinten dran? Nein. Das heißt, du wirst hier zwischengesetzt und kommst dorthin. Dann haben wir schon mal 2. Jetzt müssen wir den nächsten gucken. Komm her. Du, das ist 0. Hier durch. Hier dran vorbei. Ich setze mal. Ist eigentlich hier so fest. Okay. Oh, verdammt. Okay. Bisschen eng da oben. Hier hin, hier durch, hier drüber, da drüber, da drüber. Hier runter, genau. Dich hätte ich dann direkt daneben gerne stehen. Und
da aus gehen wir weiter. Hier dran vorbei. Nach. Ah, da so ungefähr. Da machen wir den draus. Und zwar 1, 2, 3, 4 und hier ist die 5. So, du machst. Wie machen wir das jetzt? Ach, so hatte ich das angedacht. Upsi. Ich hatte eigentlich gedacht, dass ich beide Rubberteile auf einen setze. Kein Problem. Gehen wir hin. Machen wir. Heißt, wir gehen jetzt einmal wieder zurück. Ich gehe vorne rum. Da habe ich mehr Platz. So. Wir haben also den Spaß hier. Hier kommen wir durch. Das heißt, ich muss doch den hier wieder wegnehmen. Das ist Gummi. Dann wäre das da Rubber. Da ist auch angeschlossen. Da ist angeschlossen. Passt. So. Wir gehen weiter. Klettern einmal hier hoch. Oh. Nicht so weit wegschießen. Das tut doch wieder weh. So. Nochmal. Wo ist mein... Nächster Versuch. Nur eben hier zwischen. Danke. So. Das war der hintere davon. Dieser geht jetzt zurück auf. Den hier. So. Das heißt. Ich weiß jetzt genau, dass der eine Rubber ist und der andere. Da wieder super. So rum. Der rechte ist Rubber, der linke ist Plastik. Okay. Einmal. Zweimal. Rubber. Last. Das ist der hier, der. Okay. Du bist. Kunststoff. Mama. Ist der A300. Was ist das bei 10 Raffinerien A30? Da müsste ja zwei weiter. Dieser. Eine Grundlast haben. Gummi. Von 90, das passt auch. Auch das funktioniert. Sehr schön.
Wir haben das dran. Dann haben wir noch ein paar Leitungen. Okay, was hat die Zeit? Viel zu viel Zeit verbrennt die Zeit. Das ist doof, den muss ich eigentlich nach außen legen. Dann auf die andere Seite. So. Okay. Hier hin. Wir haben die 5 angeschlossen, die 4 angeschlossen. Was haben wir hier noch? Eisenplatten. Eisenplatten und die Stahlstangen. Ja, stimmt, die wollten wir beim letzten Mal schon machen. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bis 1, 2, 3. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Das, das. Ziehen wir 2 rein, damit wir es da hinten schön legen können. 1, 2. So, und wenn wir schon dabei sind, dann brauche ich nämlich noch einmal auf. Liegen kann ich im Moment so richtig gut, ne? Guck mal, hier gehen wir einfach hin, setzen die Dinger wieder an die Decke. Einmal dahin. Und einmal dahin. So, dann sammelt das hier auch eher abstrakte Kunst, oder? So, dich brauchen wir dort. Und dort. Nein. So, dann verwirrt mich das ja auch nicht mehr. So, der Kollege hier. Oh, Moment. Klingelt. So, ah, da sind wir wieder. Gut. Wenn ich schon hier dran bin, ich habe ich
dann nehmen wir dich mit und packen dich nach da hinten. So. Du, Kollege, bist Eisenstangen, das andere ist Eisenplatten. Hallo? Irgendwo? Muss da einer Verbindung anschließen? Ah. Stangen. Platten. Stangen. Platten. So. Eisen. Stange. Er sagt. Maximal 8,6. Ja, da ist irgendwas untertaktet. Okay, passt schon. Und dementsprechend muss. Gut, das passt auch von der. Abstand hier, sehr gut. Du hast Eisenplatte. Das sieht auch vernünftig aus. Dann geht es wahrscheinlich noch mal ein bisschen runter. Und das hier. Okay. Haben wir ein bisschen was angeschlossen. Jetzt haben wir hier noch zwei, die wir anschließen können. Was auch passt, ne? Der da und der da. Genau. Und dann müssen wir uns darum kümmern, wie wir die andere Richtung machen. Also, wie wir es auf die andere Seite kriegen und hin und her. So, würde es, ich muss irgendwie das Wasser hier geschissen kriegen und da hinten. Oh, das wird alles noch ein bisschen dauern. Okay, wir haben den Spaß hier durch. Jetzt muss ich mal eben wieder in meine lustige Liste kommen. Hier ein. Warum habe ich den Iron Plate abgehakt? Habe ich ja gar nicht gemacht. Iron Rods habe ich gerade gemacht. Iron Rods. Auf. Grün setzen. Okay. Wir haben noch. Hatte ich die Reinforced Iron Plates gemacht? Stahlbetonträger, Steel Pipes habe ich doch auch schon. Was stimmt denn hier nicht? Oh, da muss ich gleich echt nochmal durchgehen. Okay. So, da. Okay. Was haben wir denn heute alles angeschlossen? Rubber haben wir gemacht. Und wir haben Plastik gemacht. Jetzt muss ich auch tatsächlich nochmal gucken, weil ich hier alles angeschlossen habe. Das war einmal hier. Ups. Das waren die Stahlbetonträger. Die bekommen Stahlrohre. Und Stahlrohre kommen von hier. Okay, das haben wir. Und das hier waren noch Iron Plates, oder? Warum hatte ich die denn schon dran? Und ihr hier seid? Reinforced Iron Plates. Das muss ich oben nochmal korrigieren. Okay. Da haben wir noch was zu tun. Einmal korrigieren, weil das kann ich nicht so lassen, das habe ich beim nächsten Mal vergessen, das wisst ihr. Gott sei Dank haben wir unseren Kabelschacht hier.
Also Eisenplatte. Das heißt, da muss irgendwo anders schon Eisenplatte stehen. Eisenplatten, Stahlbetonträger, Eisenplatten. Verstärkte Eisenplatten. Viel besser. So. Ja, okay, komm. Da brauche ich jetzt nicht nochmal runterfliegen oder so. Ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen. Daumen wäre großartig. Kommentar, freue ich mich riesig drüber. Und damit macht es gut, Käffchen.